Hallo, ich bin Carina Wellemeyer, ich studiere praxisintegriert Wirtschaftsingenieurwesen und bin im siebten Semester. Mein Name ist Andrea Keimann, ich bin die Studiengangsleiterin für den praxisintegrierten Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen hier am Campus Gütersloh und bin berufen für das Lehrgebiet Gender und Diversity in den Ingenieurwissenschaften und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen wie beispielsweise technische Mechanik oder Fertigungstechnik. Ja gut, dann starten wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Worum geht es in dem Studiengang? In dem praxisintegrierten Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen fangen wir zunächst mal mit dem Wort an. Wirtschaftsingenieurwesen, das ist ein Kompositum aus Ingenieurwesen und Wirtschaft. Schwerpunkt liegt auf dem zweiten Bereich. Also unser Studiengang hier am Campus Gütersloh ist stark techniklastig, 70% circa, 30% Betriebswirtschaft oder integrierende Fächer. Und ja, es geht uns vor allem darum, die jungen Menschen zu befähigen, an der Schnittstelle Technik und Wirtschaft nachhaltig zukunftsorientiert zu arbeiten. Frau Wellemeyer, auch ich habe eine erste Frage für Sie. Warum haben Sie sich für diesen Studiengang entschieden? Ja, ich war schon früh technikbegeistert und als es dann um die Wahl des Studiengangs ging, hat mir bei anderen Studiengängen manchmal so der Blick aufs Ganze gefehlt. Und ja, jetzt natürlich Wirtschaftsingenieurwesen als Schnittstelle Technik und Wirtschaft, da hat mir das einfach gut gefallen. Und auch das Duale, das praxisnahe, hat mir dann sehr gut gefallen. Wofür sollte man sich brennend interessieren, wenn man diesen Studiengang wählt? Ganz wichtig ist es, Spaß daran zu haben, sich mit Menschen zu unterhalten. Als Wirtschaftsingenieurin oder Wirtschaftsingenieur wird man später immer gefordert sein, an Schnittstellen entsprechend zu arbeiten, also Schnittstellen zwischen der Fertigung beispielsweise und dem Marketing und dem Vertrieb. Und hier die Sprache der Ingenieure zu übersetzen in die Sprache der Kaufleute, das ist eine wichtige Aufgabe für Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure. Ja, was sind Ihre Pläne nach dem Studium? Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall den direkten Einstieg machen und meinen Praxisbezug nicht verlieren, meine Kenntnisse einbringen in neuen Projekten und freue mich da auf meine erste Stelle. Was sind typische Berufsfelder für Absolventinnen und Absolventen in Ihrem Studiengang? In unserem Studiengang gibt es unheimlich viel Auswahl in den späteren Tätigkeiten. Man kann beispielsweise im Vertrieb arbeiten, im technischen Vertrieb, dann die Möglichkeit im Einkauf zu arbeiten, das Controlling im Unternehmen, wo man Kennzahlen ermittelt, um Prozesse beispielsweise zu bewerten. Ein breites Feld ist auch das Consulting. Das Consulting kann in der Unternehmensberatung sein, es kann aber auch in dem Öffentlichkeitsbereich sein. Was gefällt Ihnen so gar nicht an dem Studiengang oder an der Fachhochschule? Oh, das ist jetzt ja ein bisschen knifflig. Also ich muss sagen, alles in allem bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Es sind einfach so ein paar organisatorische Sachen vielleicht. Die Parkplatzsituation ist zum Beispiel schwierig oder Essensmöglichkeiten, aber da finde ich, kann man super drüber hinwegsehen. Ansonsten muss man halt wissen, es ist ein kleines Städtchen. Es ist jetzt nicht das gleiche Studentenleben, als wenn man eben in einer Großstadt ist, aber das wusste ich von Anfang an und mir fehlt es nicht. Wer sollte sich besser nicht für diesen Studiengang entscheiden? Wenn man beispielsweise kein Interesse daran hat, sich auch mit technischen Fragestellungen intensiv auseinanderzusetzen, und auch die Grundlagen zu erarbeiten, dann ist das schwierig. Also ich muss mich schon mit mathematischen Fragestellungen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite muss ich auch Spaß daran haben, mich mit Menschen zu beschäftigen. Denn in meinem späteren Berufsleben werde ich häufig an Schnittstellen arbeiten, wo gerade die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Disziplinen erforderlich ist. Also zum Beispiel zwischen den Ingenieuren und den Kaufleuten. So, dann gucken wir, was die nächste Frage ist. Was war bisher Ihr Highlight im Studium? Für mich ist es, wenn ich im Unternehmen bin und da meine Projekte eben umgesetzt sehe und auch sehe, mein berechnetes Einsparpotenzial zum Beispiel, das ist wirklich so eingetroffen. Das macht einen einfach glücklich. Worin unterscheidet sich der Studiengang von vergleichbaren Studiengängen an anderen Hochschulen? Bei uns ist der Praxisanteil enorm hoch, das heißt, wir haben 3 Monate circa Praxisphase, dann folgt die Theoriephase mit 12 Wochen und in der Praxisphase müssen die Studierenden bereits sich auf die Theoriephase vorbereiten, das heißt, sie bekommen Lernmaterialien,
um die Vorlesung selbst zu erarbeiten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Studierenden frühzeitig damit beginnen und sich vorbereiten, denn sonst sind die 12 Wochen der Theoriephase zu kurz. Warum haben Sie sich für den Campus Gütersloh entschieden? Die Hochschule hat mir einfach gut gefallen und ist auch die Hochschule, mit der mein Unternehmen kooperiert, für das ich mich entschieden habe. Ansonsten ist aber die kleine Gruppengröße natürlich auch ein großer Vorteil, wodurch ein persönlicher Kontakt zu den Lehrenden entsteht. Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, den praxisintegrierten Studiengang hier am Campus Gütersloh zu studieren und ganz besonders, wenn wir Sie im nächsten Wintersemester hier begrüßen dürfen.